Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Gutschein. Ja, Gutscheine sind ein bisschen, ja, sagen wir mal, fancy Variante, ist schon ein bisschen Next Level, wenn ihr mit Gutscheinen arbeiten möchtet. Aber Gutscheine sind auf jeden Fall eine coole Sache für Kundenbindung. Kennt man ja auch einfach vom Einzelhandel zum Beispiel. Und auch ihr als DJs könnt Gutscheine nutzen. Es ist immer schwerer, neue Kunden zu gewinnen, als alte zu behalten. Deswegen eben gerade die Aussage, Gutscheine sind gut zur Kundenbindung. Du kannst natürlich auch mit Gutscheinen neue Kunden generieren. Klar, ist ganz logisch. Aber vor allem solltest du alte Kunden im Prinzip mit diesen Gutscheinen belohnen. Denn hier machst du es dir eben besonders leicht. Diese Leute wissen ja schon, was du kannst, haben schon mal mit dir zusammengearbeitet. Und deswegen ist die, ja, sagen wir mal, Hemmschwelle, dich wieder zu buchen, dann sowieso schon geringer. Und wenn sie hier noch einen Gutschein bekommen, dann ist die Sache eigentlich im Prinzip schon geritzt. Gib deinen alten Kunden deswegen Gutscheine, um dich weiter zu empfehlen oder nochmals zu buchen. Das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schuhe, denn wenn du als Mobile DJ beispielsweise auf einer Hochzeit aufgelegt hast, dann kannst du diesen ehemaligen Kunden ja diesen Gutschein geben, und wenn dann sie für dich eine neue Hochzeit vermitteln, kannst du ihnen als Provision einen gewissen Betrag geben. Wichtig aber natürlich, dass dieser Gig sicher zustande kommen muss. Jetzt einfach auf die Aussage hin, ja, wir buchen dich, wird in einem Monat dann stattfinden und dann passiert doch nichts, ist dann natürlich blöd. Deswegen eher im Nachhinein oder wenn es halt wirklich schon vertraglich auch abgesichert ist. Oder eben, insofern es vielleicht eine Firmenveranstaltung ist, dass du hier einen Gutschein ausschreibst, dass wenn ja nächstes Jahr nochmal dieselbe Veranstaltung stattfindet, dass du eben hier wieder gebucht wirst und dann derselbe Kunde direkt den Rabatt bekommt und nicht eine Provision wie bei der anderen Variante. Diese Varianten gibt es auf jeden Fall und du wirst von beiden definitiv profitieren. Du kannst zum einen einen Vermerk auf der Rechnung machen, bei dem du das Ganze hinterlegst. Vielleicht möchtest du es auch optisch noch ein bisschen aufbereiten. Du kannst derartige Gutscheine zum Beispiel bei Social Media verlosen. Hier wäre es dann zum Beispiel auch Neukundengewinnung. Bei der Rechnung wäre es ja dann eher Bestandskundenbetreuung. Du kannst auch Flyer austeilen, auf denen Gutscheine vermerkt sind. Das fällt natürlich auch in die Kategorie Neukunde. Wichtig ist halt, dass du vor allem bei Gutscheinen nicht übertreibst. Also du solltest dir nicht auf einmal einen 50% Discount geben, denn du musst dann natürlich auch von irgendwas leben. Klar, wenn du nicht davon leben musst, wenn es einfach nur aus Spaß machst, klar, kannst du natürlich machen, aber empfehlen wir dir auf jeden Fall nicht. Das ist natürlich auch nicht die Regel. Von daher, was du machen kannst, sind Rabatte in Richtung, ja, 10-15%. Wenn es vielleicht sehr große Stammkunden sind, dann kannst du vielleicht noch in Richtung 20-25% gehen. Das tut dann aber natürlich auch schon weh. Das ist ein heftiger Discount. Und deswegen 5% ist dann immer so die Frage, fühlen sich die Leute dann ein bisschen verarscht, weil das dann halt rüberkommt, wie als würdest du einfach nur zwanghaft irgendeinen Rabatt geben wollen, um die Leute blöd zu ködern, aber es ja eigentlich kein wirklich signifikanter Rabatt ist. Deswegen also in der Richtung 10-15% machst du definitiv nichts falsch. Die Leute sparen wirklich was. Du hast ja auch einen richtigen Trigger eben, dass die Leute sagen, ja, das lohnt sich auch. Und da bist du auf jeden Fall in einer gesunden Range. Du kannst, wie gesagt, das Ganze auf der Rechnung vermerken. Du kannst vielleicht einen extra wirklichen Gutschein anhängen an die Rechnung, mit in den Briefumschlag legen, mit online versenden. Eben, du kannst ja auch in einem Newsletter, wenn du ihn austeilst, das Ganze anhängen. Du kannst es wieder in die Broschüre reintun. Also das knüpft ja an die ganzen anderen Punkte an, die wir bis jetzt durchgesprochen haben. Gutscheine kannst du überall anhängen, vermerken, integrieren, wie auch immer. Schau halt, dass du sie vielleicht optisch noch irgendwie hervorhebst oder generell eben ja nur beilegst und die dann sowieso ja extra sind. Und vor allem auch, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt noch, dass ihr sie irgendwie, ja, sagen wir mal, sicher macht vor Vervielfältigung. Vielleicht durch eine händische Unterschrift, vielleicht durch eine besondere Nummer, wie auch immer. Schaut ihr halt, dass ihr das auch
gut dann ja buchhalterisch vermerkt irgendwo, wer seinen Gutschein eingelöst hat oder wer generell einen hat. Denn sonst macht ihr euch auf jeden Fall das Geschäft kaputt. Ansonsten werdet ihr hier insofern viel Freude haben, dass die Leute euch gerne weiterempfehlen oder eben auch gerne wieder buchen. So habt ihr es auch leicht, weil ihr auch mit den Leuten schon mal zusammengearbeitet habt. Dann ja, ist die Arbeit einfach immer angenehmer, leichter und das ist ein positiver Teufelskreis, den ihr hier lostretet mit diesen Gutscheinen. Deswegen überlegt mal, ob es für euch Sinn macht. Vielleicht für Szene-DJs, die eher in Clubs auflegen, weniger geeignet, für Mobile-DJs definitiv. Aber natürlich, was spricht denn dagegen, wenn zum Beispiel ein Club-DJ an einen Club in einer anderen Stadt weitervermittelt wurde, sei es jetzt durch einen Veranstalter oder durch einen DJ-Kollegen, dass sie eben diese Leute dann auch daran teilhaben lassen, denn so werden sie dich ja auch umso lieber weiterempfehlen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.